Eine Mama spielt im Garten mit ihrem Sohn. Auf den ersten Blick eine ganz normale Situation. Doch Janine M. und ihr Sohn leben in einer Mutter-Kind-Wohngruppe in Memmingen. Weil ihre Situation und ihr Leben nicht immer ganz einfach war, möchte sie ihren richtigen Namen nicht nennen. Bens Vater trennte sich von ihr, als sie mit Anfang 20 schwanger wurde und nicht wusste, wie es weitergehen soll. Das war ja schon eine Überforderung sozusagen und am Anfang wusste ich zwar noch nicht, wie man damit umgeht, aber zum Glück hatte ich dann meine Mama noch ein bisschen als Unterstützung und nee, seit er erfahren hat, also waren wir nicht mehr zusammen und ja. Probleme gab es auch in ihrer Familie zu Hause immer mehr und auch mit Ben wurde es für die junge Mama zunehmend schwieriger, bis sie schließlich hierher nach St. Hildegard kam. Also ja, sozialen Verhalten. Er hat also nicht mehr auf mich gehört, er hat nur noch sozusagen auf andere gehört. Und ja, auf jeden Fall die Erziehung. Ich habe halt bei meinen Eltern noch gewohnt und da ich ja noch 5 weitere Geschwister habe und sie haben sich halt alle immer eingemischt und ich wollte halt einfach selbstständiger werden. Und genau dabei wird sie hier unterstützt. In der Wohngruppe kann sich die junge Mama von Anfang an mit allen Fragen und Problemen an die Betreuer wenden. Ob beim Tagesablauf, bei Fragen zur Erziehung oder beim Wiedereinstieg in den Beruf. In der Wohngruppe steht den jungen Müttern 24 Stunden am Tag jemand zur Seite. Und dabei werden gemeinsam Wege erarbeitet, die den Frauen helfen sollen, irgendwann ein selbstständiges Leben mit Kind zu führen. Wir sind hier für Finanzfragen, wir besprechen Einteilung von Geldern, wir begleiten Behördengänge, wir besprechen mit den Müttern den Briefverkehr, dann alles, was die Entwicklung der Kinder betrifft. Wir besprechen zum Beispiel Gefahrenquellen, was ist gefährlich für ihr Kind, was ist gefährlich für das Kind, wenn es vielleicht 5 Monate alt ist und gerade anfängt, mobiler zu werden oder was ist gefährlich für ein Kind, das vielleicht schon 5 Jahre alt ist. Und das sind ganz, ganz viele Themen, die hier im Alltag mit den Müttern besprochen werden. Die 26-Jährige hat das Angebot angenommen und setzt die Ratschläge in ihrem Leben gut um. Mittlerweile leben sie und ihr Sohn nicht mehr in der Wohngruppe, sondern im betreuten Wohnen. Janine M. und ihr Sohn sind also auf einem guten Weg in Richtung Selbstständigkeit. Den ersten Schritt dahin haben sie gemeinsam bereits getan.